So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Patje spielt und Europa Universalis 4. Und ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Und nee, also so interessant es ist und so eine gute Führerin Queen Elizabeth sicherlich auch wäre und vielleicht so interessante Story-Elemente bringen würde, wir können das nicht tun. Wir sind gerade erst ins Amt gekommen, wir haben eine Aufgabe vor uns. Warum sollte James das logischerweise tun? Also wenn er jetzt irgendwie vorher große Verluste gehabt hätte, wäre das vielleicht irgendwie eine Geschichte gewesen. Wir machen sie zur Beraterin oder klären das ab. Und setzen sie als Beraterin. Was haben wir momentan? Das gleiche, nur plus 1. Kostet uns ein bisschen weniger pro Monat, aber das ist es, glaube ich, wert. Vor allen Dingen ist sie anglikanisch. Das ist wichtig. Als England mit Rom brach, haben wir die abergläubische Vorstellung aufgegeben, dass Gebete eher an Heilige als an Gott gerichtet werden sollten. Da unsere neue Theologie keinen Platz für das papische Konzept des Fegefeuers hat, brauchen wir auch keine Heiligen, die sich für unsere Sache einsetzen. Dennoch fühlen viele Menschen die Praxis weiter, zu den Heiligen zu beten, und es gibt noch viele Kirchen, die ihren Gönner übermäßige Erbietung erweisen. Nein, die Einheitlichkeit muss durchgesetzt werden. Sorry, aber da gibt es gar nichts dran zu tun. In Burgund. Wir unterdrücken einmal die Rebellen. Aber wir haben echt ein Unruheproblem. Unruhe global minus 1 wäre dann wahrscheinlich. Ach so, wäre wahrscheinlich dann minus 2. Erkunden den Südatlantik. Wir gehen jetzt einfach hier mal der Reihe nach durch. Und wir können. Ne, die Idee wollen wir nicht. Wir wollen in die Technologie. Regimenter lassen wir erstmal weg. Wir konnten konvertieren. Vielleicht hat das gar nicht gebracht, dass ich hier das umgestellt habe, offensichtlich. Die schnellsten Veränderungen. Wir können mal noch kurz gucken, was mit der Einheit hier. Ich weiß nicht, wo ist denn hier oben? Da können wir 2,9 erreichen. Hätte sogar 3,6%. Wo ist denn dieses Crossbury? 17. Haben wir hier nicht gerade den Modifikator bekommen? Okay. Ich mache einfach hier weiter, der Reihe nach.
Das sind die Darlehen. Okay, eine Frau namens Granny Nee Mahil ist ja in unserem Tropf eingetroffen, um die Freilassung ihrer Söhne Thibaut Brooke und Morrow O'Flattery sowie ihres Halbbruders Donald Napiopa. Sie ist Königin von Umail, Anführer des Umil Clan, eine verwandte Händlerin und vermeintliche Piratin. Man nennt sie die Burgherrin der Hennburg, auch Seekönigin von Kornacht. Diese Burg kam ihrem Namen wegen der Attitüde ihres ersten Ehemannes nach der Eroberung einer Festung, die sie ursprünglich Hahnburg genannt hatten. Nach seinem Tod versuchte der Joyce Clan, sie zurückzuerobern, aber sie verteidigte sie derart energisch, dass sie ihr beeindruckt den Namen Kesslan Narcissere, die Hennburg. Achso, Die Legende nach verteidigte sie das Schloss, indem sie das Blei vom Dach einschmolz und es auf die angreifenden Soldaten goss. Sie konnte der Lagerung bis zum Eintreffen der Hilfstruppen standhalten und die Engländer wurden zurückgeschlagen. Es könnte sich lohnen, sie als Admiral oder Beraterin zu haben. Achso, Ja, das machen wir. Sie soll an unseren Hof kommen. Wir wollen unseren Rat anglikanisch machen. Auch wenn das finanziell gerade so ein bisschen und wir uns komplett von Frauen umgeben. Was auch immer man davon halten mag. Aha. Unsere Kolonien werden selbst. Ich glaube, die sind. Ach nee, die sind auch schon fertig. Genau, da wird noch fleißig gearbeitet. Und da auch. Aber wir können jetzt einmal kurz in die. Obwohl, wir haben gerade absolut kein Geld. Auch weil wir sie gerade eingesetzt haben, glaube ich. Wir können die Kolonieausgaben erstmal wieder erhöhen. Aber ich glaube, den nächsten schicke ich jetzt noch nicht los. Ich würde mal gerne auf die Handelskarte gucken. Boah, das ist ein riesiges Handelsgebiet hier. Aber es gibt noch keine Handelsströme, offensichtlich. Ach doch, man hier ist, aber da ist noch... Unser aktueller Handelseinfluss ist 100, aber da wird noch kaum was gehandelt. Das heißt, wir müssten da erst nochmal weiter erkunden, okay. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Wie kommen wir denn an weitere Missionare ran? Wahrscheinlich am ehesten über die Ideengruppen, ne? Wir können Frieden erspüren. Jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn ihr Spanier... Ach du Scheiße, was ist das denn? Katze, ja. Okay. Ja, die sind wahnsinnig geworden. Wir können uns das ja nochmal angucken. Es ist wahnsinnig. Anders kann man es nicht nennen. Ach so, jetzt. Oh mein Gott. Spanien wird echt zu einer Bedrohung für die ganze Welt.
Ist aber verbündet mit Portugal. Aber behandelt sie das auch als Interessensgebiet an? Frankreich hat uns gegenüber minus 200. Hier haben wir inzwischen sogar plus 7. Beziehung von 190. Wir schicken mal jemanden hin, um die Beziehung zu verbessern. Obwohl, da werden wir keine 190 hinkriegen, glaube ich. Mal eben so. Ja, die beiden kriege ich nicht auf einen Nenner. Da haben wir die Meinung, ja. Österreich verstehen wir uns gut, mit Portugal verstehen wir uns gut. Das müssen wir auch dringend beibehalten. Und mit Dänemark sind wir verbündet. Ich hoffe, damit können wir uns im Fall der Fälle ein bisschen wehren. Naja, bleibt uns erstmal nichts weiteres übrig. Ich bin jetzt auch noch nicht gewillt, die Familienbande irgendwie aufzugeben. Vor allem, weil ich noch keine bessere Alternative habe. Auch wir können mit Schottland eine Staatsehe eingehen. Die mit der Bretagne ist jetzt vorüber. Das heißt, wir müssten eigentlich einen. Wieso haben wir denn zwei übrig? Ach, wir haben mit Spanien auch schon keine mehr. Würden sie auch nicht mehr machen. Den ziehen wir mal eben ab und bieten den Schotten einmal eine Staatsehe an. Bündnis sind wir noch sehr weit entfernt. Aber ich glaube, wir haben maximal rausgeholt, was Beziehungsverbesserung angeht. Ne? Genau. Wie ist denn Spaniens Verhältnis zu der Welt? Spanien ist in sich selbst verliebt. Ach so, okay, klar. Was sind denn die stärksten? Armeen. Oh, da sollten wir gleich auch nochmal reingucken, was Philipp den Ersten angeht. Da haben wir, glaube ich, uns bisher noch gar nicht so mit beschäftigt, was er alles geleistet hat. Osmanen von Mamelucken, Frankreich, Österreich, Moskau, Spanien, Böhmen. Ja, okay. Venedig, 25.000. Minus 10, wegen ketzerischer Religion, sonst haben wir noch gar nichts. Venedig und Mailand. Also, es regt sich empörend, dass wir uns mit einer Nation verbünden, die Provinzen hält, die rechtmäßig unsere sind. Portugal.
so, Gibraltar. Habe ich aber eh kein Interesse dran. Wir brauchen einen neuen Rivalen, wie es aussieht, weil die Osmanen nicht mehr, also wahrscheinlich sind wir nicht mehr gut genug für die Die sind uns sowas von überlegen. Aber Spanien hat uns noch nicht zum Rivalen erklärt. Spanien hat als Rivalen Frankreich, Burgund und Böhmen. Von der Stimmung sind die uns allerdings am übelsten gestimmt. Wir nehmen trotzdem mal die Mamelucken. Die sind immerhin, also noch, genau, wir ziehen das auf die religiöse Ebene. Interessieren sich, die anderen sind zumindest noch christliche Nationen. Wir müssen, können dann hier einmal, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche größeren Bedeutung hat, aber wir verhängen ein Embargo. Wir haben noch keins gegen Frankreich, ne? Das sollten wir vielleicht auch noch mal eben machen. Ach, wir haben noch eine Waffenruhe, okay. Vielleicht auch zum Glück. Prestige und wir können weiter hier uns entwickeln. Wir nehmen noch Chester. Dann können wir hier nämlich das Gesetz wieder ändern, den Erlass. Gucken einmal kurz auf die Institutionenkarte. Gibt es eigentlich auch eine sozusagen eine Erlasskarte? Nur Staaten und Territorien. Ja. Ja, wobei, vielleicht macht das auch mal Sinn. Institutionsverbreitung. Wir brauchen so noch ein Somerset und denkst, was ist das für ein Bereich? Das ist so auch die Institutionsverbreitung. Hier setzen wir sie noch mal. Blöd, das sind nicht die beiden gleichen Regionen. Wir machen das trotzdem, da fängt das nämlich dann schon an zu wirken. Wir müssen da nämlich dringend vorankommen. Ziemlicher Flickenteppich hier bei uns. Und Europa noch immer streng katholisch. Mit ein paar Flecken, aber Johanniterorden.
gucken wir jetzt gleich nochmal vorbei. So, gucken wir hier einmal kurz in die Diplomatien, ey. Der protestantische Minister. Die protestantischen Gläubigen haben den Aufstieg unseres Schatzmeisters Robert Baffin mit Interesse und Begeisterung beobachtet. Für viele ist er der Beweis dafür, dass möglich ist, auch ohne zugehörig zur Staatsreligion im englischen Staat Fuß zu fassen. Naja, ehrlich gesagt, hat er nur Glück, dass es keinen keinen anglikanischen gibt. Das wird nochmal spannend, wenn Charles an die Macht kommt. Vor allem, wenn er vielleicht sogar noch minderjährig ist. Da haben wir neue Bevölkerung gekriegt. Plus 36 haben wir. Unionskriegskunst. Fordert Unterstützung im Krieg. Zweiter schwedischer Unabhängigkeitskrieg in Schweden, Livonische Orden und Moskau. Ja, wir akzeptieren, aber ob wir uns aktiv beteiligen. Wir gucken mal kurz, ob sich da noch was tut. Nee. Wie sieht denn die Zahlenverhältnisse aus? Ach du meine Güte. Gib auf, lieber, liebes Dänemark, gib wirklich auf. Ich habe keine Lust hier wirklich Krieg zu führen. Wir ziehen nach Calais. Wo fährt denn die Flotte ganz rum? Oh, wir müssen unsere Handelsflotte auf jeden Fall zurückziehen. Die gerät da sonst nur in Probleme. Hier oben schalten wir die Festung erstmal wieder aus. Und die auch erstmal. Ich hoffe, obwohl... Ja, die lassen wir nochmal an. Kriegssteuern können wir erheben. Falscher Knopf. Damit machen wir zumindest wieder Gewinn. Bereit. Aber da werde ich mich, also letztes Mal haben wir den Krieg mitgeführt. Ich würde auch gerne mal auf die religiöse Karte gucken. Schweden ist protestantisch. Oder ist das nur... Schweden ist an sich... An sich ist Schweden katholisch.
Wir können weiter missionieren und machen. Niemals vollständig. Okay, dann ziehen wir hier aus der Region. Ab. Oder wir könnten auf die Institutionsverbreitung umschalten. Die können wir hier nämlich ausschalten. Das ist irgendwie. Ja, wir sollten hier den Handelseinfluss setzen. So, wo macht Sinn weiterzumachen? Die Einheit können wir am stärksten erhöhen in hier oben, aber da kommen wir nicht. Da können wir noch keine Verbesserung machen. Und kostet dann 18 Monate. Essex. Religionskarte da. Da wollte ich die Institutionsverbreitung machen. Okay. Oxford und Norfolk. Ist, glaube ich, ähnliches Problem. Ne? Oxford. Ja. Hampshire. Kildare und. Ja, dann machen wir hier weiter Dann machen wir hier in Sligo weiter in der Region. Und zwar religiöse Einheit erzwingen. Und fangen in Sligo an. Du kannst aber gleich weiter erkunden. Nee, erkunden. Das lässt mal gucken, ob wir hier hinten jetzt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier hinten so ein bisschen weiter gesehen, ne? Pelze, Pelze, Pelze. Ne, wir machen momentan nicht genug Geld, um irgendwie in Sachen missionar nachzudenken. Spanien mag uns immer noch nicht. Ein bisschen aufpassen, dass wir die anderen hier nicht verlieren. Die können den Krieg ruhig mal schneller verlieren. Ich habe keine Lust, da wirklich reingezogen zu werden. Aber wieso ist das hier? Länder, denen es an Erben mangelt, können sich. Ach so, weil der aktuelle König. Bei Tod des Monarchen, Erbfolgekrieg zwischen Frankreich und England. Müssen sie von den verfluchten Franzosen loswerden? Okay. Wir können in die moderne Theokratie wechseln, die uns eigentlich nur eine neue Ideengruppe gibt.
Die Entwicklung der Gesellschaftsstruktur ist okay. Die Gesellschaft der Gesell nee, die Entwicklung der Gesellschaftsstruktur ist nicht ausschließlich der Aristokratie vorbehalten. Auch der Klerus muss seine internen Führungsstrukturen verbessern. Hierdurch wird die Entwicklung einer modernen Denkweise in unserem Land befördert. Wir können eine Theokratie werden und wir können eine weitere Gruppe von Ideen uns aussuchen. Und wir haben wahrscheinlich wieder die Manixischen. Ach so, müssen sich die Men anschließen. Aber liebe Leute, darum hatte ich gerade gestockt auf die Uhr gesehen. Wir sind ja schon wieder bei 30 Minuten. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Macht's gut. Ciao, sagt euer Patje.